Herr Whisky-Freunde, denkt mal an einen Whisky, der folgende Eigenschaften hat. Er muss Single Cask sein, rauchig und ein Rumfinish. Das ist vielleicht noch nicht so schwer, aber dazu kommt, er muss auch noch aus Irland sein. Ja, wenn ihr jetzt sagt, Tim, sowas gibt's eigentlich gar nicht, kann ich nur sagen, doch. Gibt es. Ja, Whisky-Freunde, heute habe ich den Ferry Casks hier. Und zwar das erste Batch. Was verbirgt sich dahinter? Ferry Casks ist eine Abfüllungsreihe von der Mareike Spitzer, die irishwhiskies.de betreibt. Ja, dahinter verbirgt sich ein Single Cask Abfüllung von einem rauchigen irischen Whisky. Ist ja eh schon mal recht selten. Der aber nach 3 Jahren im Bourbonfass auch noch ein Finish im Rumfass bekommen hat für ein Jahr. Sprich, 4 Jahre alt, hier steht es auch drauf, Distilled 2016, abgefüllt 2020. Der gute ist fast stark mit 59,4 Volumenprozente. Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert. Ja, worin unterscheidet der sich jetzt zum Beispiel zu der Black Rock Serie, die auch von der Mareike Spitzer ist? Black Rock sind alles auch, ich weiß nicht, ob Einzelfässer, aber alles Whiskys, die quasi im Bourbonfass gereift sind. Ganz straight. Kein Finish, keine Vollreifung in einem anderen Fass. Und mit der Serie soll das so ein bisschen durchbrochen werden, dass man sagt, Mensch, hier, wir versuchen auch mal Whiskys, die in einem anderen Fass als Bourbon gelagert sind und die vielleicht auch einen Finish haben oder so. Deshalb freue ich mich umso mehr, den hier gleich probieren zu können. Er ist, wie gesagt, nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert. Kostet um die 60 Euro knapp, 59,90. Gibt's auf irishwhiskies.de, verlinke ich euch gerne. Ich bekomme dafür natürlich kein Geld, habe mir die Flasche selbst gekauft. Aber mich hat das schon gereizt, vor allen Dingen auch mal irischen Whisky zu probieren. A, fast stark, B, rauchig. Ich mag den Connemara sehr gerne zum Beispiel, der rauchig ist. Und da habe ich gesagt, Mensch, da muss ich eigentlich zuschlagen. Das Label hat mir so auf Bildern eigentlich gar nicht so gefallen, weil ich fand Gold irgendwie, weiß nicht, sah gar nicht so schick aus. Ich muss aber gestehen, in echt sieht es doch eigentlich ganz schick aus. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera gut durchkommt, ob man es gut sehen kann. Aber ich finde es eigentlich sehr gelungen. Eine Fee, die auf einem Fass reitet, so ein bisschen als Hexe quasi. Ja, soll glaube ich eine Fee sein. Aber ja, man weiß alle Eckdaten, beziehungsweise nicht alle. Ich weiß nicht, aus welcher Distillerie der stammt. Aber gut, es kommt ja eigentlich hauptsächlich auch auf den Geschmack an. Deshalb schütte ich mir jetzt mal einen kleinen Schluck ein. Warum ich mir den auch bestellt habe, muss ich gestehen, ist der Grund, ich habe vom guten Jürgen Reif, der den Blog Talking About Whisky auch betreibt, eine Review gelesen und der war begeistert, hat gesagt, ja, hat sich auch eine Flasche zugelegt und den Jürgen habe ich letztes Jahr auf dem Blogger- und Vlogger-Treffen kennengelernt und er hatte 2 Abfüllungen dabei, wo ich sagen muss, boah, die waren echt gut und er hat auch vorher gesagt, die sind gut und die habe ich mir gedacht, wenn der sagt, der ist gut, dann kann der eigentlich nur gut sein. Deswegen viele Grüße auch an der Stelle hier nochmal. Ja, mir steigt jetzt, brauche ich das Glas gar nicht an die Nase halten, direkt schon ein bisschen Raucharomen in die Nase. Und direkt auch so ein süßlicher Rauch. Ich guck mal, was die Nase im Glas sagt. Ja. Boah, da habe ich aber direkt so einen fetten grünen Apfel. Also der Rauch, klar, ist da. Sehr präsent, aber angenehm, nicht zu dominant. Und das nächste, was mir direkt in die Nase kommt, ist echt grüner Apfel. Ich musste gerade auch ein bisschen an das Rauchmarzipan von St. Kilian denken, weil dieser Rauch echt so ein bisschen süß ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, süßlicher Rauch, weil klar, der war in einem Rumfass drin. Was für ein Rumfass ist, weiß ich jetzt leider nicht. Was besonders süßer Rum war. Es gibt ja natürlich auch Rum, der nicht so süß ist. Kann ich jetzt an der Stelle leider nicht beantworten. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Und ansonsten, ja, jetzt kommt noch bisschen Vanillearoma, klein bisschen Holz, da hat der Rauch so eine schöne Rauchigkeit und an irgendwas erinnert er mich, irgendwie so, nicht Hustensaft, aber ja, doch so ein klein bisschen auch an Hustensaft, sehr interessant. Ich habe auch noch eine andere Frucht. Bisschen. So
Pflaumen, die noch nicht ganz, so Zwetschgen, die noch nicht ganz reif sind, die noch sehr, sehr grün sind innen drin. Meine Eltern hatten früher mal so einen Zwetschgenbaum. Diese kleinen Dinger, jetzt nicht diese Riesenpflaumen, sondern diese kleinen. Und wenn die quasi geerntet haben und die frisch kamen, so ein bisschen dieses Säuerliche, das habe ich jetzt gerade. Rauch bleibt da, Alkohol gar nicht, habe ich gar nicht in der Nase, ist sehr angenehm. Probier mal einen kleinen Schluck. Natürlich als erstes die Fassstärke direkt. Gleich werde ich auch ein bisschen mit Wasser verdünnen. Aber schauen wir mal, wie er mir pur schmeckt. Auf euch, Slanche! Lustige bei fast starkem Whisky ist ja immer, man nimmt einen kleinen Schluck auf die Zunge und man denkt, oh, 59, guck mal noch was, merke ich ja kaum. Und dann ist der Alkohol auf einmal da, aber trotzdem gut eingebunden, nicht überscharf. Klar, ich habe jetzt auch nur einen kleinen Schluck genommen, aber dieser süßliche Rauch ist immer noch da. Ich gehe mal stark davon aus, das wird vom Rumpfass kommen. Sehr angenehm, ich mag so dieses Süße. Ich mag generell Rumpfass-Finish, also bislang die zwei, drei, die ich hatte, ich hatte jetzt auch noch nicht viele, aber wie gesagt, die zwei, drei, die ich hatte, haben mir eigentlich immer gut gefallen. Auch im Abgang. Der Rauch ist präsent, da im Mund. Ich glaube, sehr komplex ist er nicht, aber dafür ein junger, straighter Raucher. Rumpfass. Ja, ich glaube, die Süße kommt so ein bisschen vom Rumpfass. Das könnte ich schon sagen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, boah, der erinnert mich jetzt total an den Rum. Das Finish ist super krass. Also das könnte ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt dem Whisky, glaube ich, so noch einen gewissen Touch. Macht ihn deutlich, ja, süßer. Ist einfach so. Gibt ihm noch eine zusätzliche Geschmacksnuance. Ich guck mal, wie er in der Nase jetzt ist. Ich habe weiterhin diesen süßen Rauch. Grüner Apfel ist jetzt fast weg. Die Nase gewöhnt sich jetzt so ein bisschen dran. Ich muss mal ein bisschen Wasser reintun. Gucken, ob es ihm das auch gut tut. Mit dem Löffel, ein paar Tropfen. Ja, ich glaube, er kann noch ein bisschen vertragen. So, vielleicht so unter die 50 kommen. So, ist nicht mehr viel drin. Das sollte reichen. Geben wir ihm mal 3-4 Sekunden im Glas, dass sich das Wasser mit dem Whisky verbinden kann. Ja, jetzt wird der Rauch ein bisschen aschiger. Ein bisschen trockener wird er. Ja, ich muss sagen, ich glaube, vorher hat er mir doch einen Tacken besser gefallen. Aber mal schauen, wie er sich so auf der Zunge macht. Cremiger. Schärfe wird angenehmer. Ich habe jetzt einen deutlich größeren Schluck genommen. Jetzt ist aber auch nicht mehr so süß. Vielleicht hat sich meine Zunge auch dran gewöhnt. Aber trotzdem immer noch sehr angenehm. Leider nicht sehr komplex. Gut, bei 4 Jahren, wo soll die Komplexität herkommen? Aber trotzdem, ich glaube, es war gut, dass er noch mal im Jahr im Rumpfass verbracht hat. Dass er da noch mal so ein bisschen Süße rausziehen konnte. Auch wenn die jetzt nicht übermäßig da ist, aber das hat ihm, glaube ich, gut getan. Ansonsten sehr interessant. Ja, doch, Wasser kann man machen, verbessert ihn aber nicht. Macht ihn vielleicht jetzt auch nicht viel schlechter oder so, aber ich glaube, pur entfaltet er doch sein wahres Aromenprofil. Ich bin auch mittlerweile ein Freund, also ich trinke auch gern Whisky, der um die 43 Umdrehungen hat. Er muss gar nicht immer diese Fassstärke haben. Er kann auch einfach mal, so wie der Master Distiller sagt, Mensch, der schmeckt auch mit 40 oder 43 Volumenprozente, trinke ich mittlerweile auch ganz gern, wenn da das Geschmacksprofil passt. Bei fast starken Whiskys probiere ich es gern mal aus. In dem Fall muss ich sagen, lieber pur genießen, dann in kleinen Schlücken,
nicht die Zunge hier verätzen, dass sie betäubt wird. Ihr wollt ja auch noch was schmecken, ne? Deswegen also immer nur kleine Schlücke nehmen. Ja, ansonsten gelungen. Ich würde ihm oder gebe ihm, ja, ich glaube, ich weiß schon, was ich ihm geben werde. Und zwar, oder weiß ich es doch nicht. Nee, doch, ich gebe ihm. Ah, jetzt schwanke ich wieder zwischen zwei. Nee, aber doch hat er sich verdient. Ich gebe ihm 85 Punkte. Er ist nicht super komplex, aber ich finde, ich brauche auch nicht jedes Mal den Whisky, den ich eine Stunde verriechen muss, den ich 20 Sekunden im Mund haben muss, wo ich jede Nuance, jede Fasseigenschaft, jede tropische Frucht rausschmecken muss. Er ist geradlinig. Rumpfassfinish hat ihm gut getan. Und insofern finde ich 85 Punkte, trifft das eigentlich ganz gut. Von mir aus einen kann man kaufen. Ist jetzt nicht, wo ich sage, Leute, kauft ihn. Kann ich jetzt nicht sagen, aber mir gefällt er. Rundes Paket. Ich werde mir sicherlich nochmal das ein oder andere Gläschen einschütten. Ist jetzt kein Whisky, wo ich sagen würde, nee, das ist langweilig, der gefällt mir nicht. Habe ich jetzt einmal probiert, ich mache Flaschenteilung, gebe den weg. Nein, ich würde sagen, 85 Punkte ist gerecht, passt gut zu ihm. Ja, dann würde ich sagen, war es das heute wieder von mir. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet, Irish Whisky, rauchigen Irish Whisky, ob ihr auch schon mal einen im Glas hattet oder was ihr vom Rumfinish haltet. Und ansonsten würde ich sagen, bis demnächst, alles Gute. Euer Whisky-Tim.